Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Coop Naturaplan ist auf Erfolgskurs und gewinnt immer mehr an Fahrt. Ein öffentlich gut sichtbares Zeichen dafür ist der Naturaplan-Bus, der seit dem letzten Sommer auf dem Netz der städtischen Verkehrsbetriebe in Biel umfährt und für die biologischen Produkte von Coop Werbung macht. Tatsächlich ist Coop Naturaplan seit der Einführung auf Anhieb erfolgreich gewesen und bis heute erfreulich gewachsen. Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten haben sich für biologisch produzierte Lebensmittel entschieden. Sie sind umgestiegen auf unsere entsprechenden Angebote an Käse, Molkereiprodukte oder Backwaren und bevorzugen offenbar Fleisch, das aus tiergerechter Aufzucht kommt. Und das, obwohl die Naturaplan-Produkte wegen dem grösseren Aufwand, den die Bauern mit dem Anbau und der Pflege haben, ein bisschen teurer sind als andere Lebensmittel. Eltern von Kleinkind finden bei uns seit einiger Zeit auch hochwertige Babynahrung aus biologischem Anbau in Form von Gläsli-Mahlzeiten. Und als weitere Neuheit steht im Coop-Restaurant jetzt auch ein Naturaplan-Teller auf der Karte mit verschiedenen Gemüse und einem Bio-Hamburger. Bei uns in der Schweiz ist Bio noch immer ein ungeschützter Begriff. Coop hat darum von Anfang an mit den Pionieren vom biologischen Landbau zusammengeschafft und auf Knospen gesetzt. Auf das Qualitätssiegel, das von denen vergeben wird, die wissen, um was es geht. Der Vereinigung der Schweizerischen Biologischen Landbauorganisationen, der VSBLO. Und das soll auch in Zukunft so bleiben. Coop hält nämlich nichts von Kompromiss und einem verwässerten Bioverständnis und hat darum die Anforderungen in wichtigen Punkten sogar noch verschärft. Tja, und wann steigen Sie um auf Naturaplan? Wäre doch schade, wenn Sie den Bus in eine natürlichere Zukunft verpassen würden. Neu bei Coop entdeckt. Unter dieser Rubrik möchten wir Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Neuheiten vorstellen, die Ihnen beim Kochen viel Zeit ersparen und Ihnen helfen, ohne grosse Umstände etwas Gutes auf den Tisch zu bringen. Heute wären das die neuen Pastasoßen nach italienischem Rezept, die ohne Bindemittel oder andere Hilfsstoffe, also wie hausgemacht, als Coop-Exklusivität hergestellt werden. 5 verschiedene Pastasoßen stehen zu Ihrer Wahl bereit. Es sollte also für jeden Geschmack etwas dabei sein. Alles köstliche Soße für einfachste Zubereitung. Falls Sie noch nicht ganz überzeugt sein sollten von der Qualität dieser Pastasoße, nimmt Ihnen jetzt die letzten Zweifel der Spitzenkoch, der sonst seine Gäste im exklusiven Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock verwöhnt und wo Sie bei uns im Studio schon früher kennengelernt haben, der Armin Amrain. Grüezi miteinander. Mir sind zu diesen Soßen natürlich gerade eine Reihe von Rezepten eingefallen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Zucchetti-Schiffli mit Mozzarella überbacken? Zucchetti habe ich gewaschen und der Länge nach halbiert. Jetzt Kerne mit einem Kogali-Ausstecher rausnehmen und mit Salz und Pfeffer aus der Mülle leicht würzen. Eine ofenfeste Form mit Olivenöl ausstreichen, Zucchetti reinsetzen und ca. 5 Minuten bei 180 Grad backen. Dann die heisse Sauce Bolognese in die Zucchetti-Hälften einfüllen, mit Mozzarella-Scheiben belecken und im Ofen ein paar Minuten überbacken. Das Rezept und weitere Vorschläge können Sie ab sofort nachschauen auf der Teletext-Seite 555 und auf dem Internet. Probieren Sie es doch einmal aus. Sie werden sehen, es lohnt sich. Der Armin Amrain vom Bürgerstock mit der neuen Pastasauce von Coop. Wer es nicht ausprobiert, ist selber schuld. Auch im neuen Jahr oder jetzt erst recht gibt es Aktionen wie die Navels Orange aus Spanien. Das Netz an 2 Kilo kostet nur 2,40. Und das Coop 4-Saaten-Brot, das nach einem Lieferunterbruch jetzt wieder überall erhältlich ist, nur 1,40. Ein Liter Sonnenblumenöl kommen Sie über für 2,70. Außerdem offerieren wir Ihnen nordische Bettgarnituren in diversen Dessen für nur 30 Franken. Und dann noch der Preisabschlag. Feine Milano-Waffeln kosten ab sofort nur noch 2,50. Und der Chef des Coop-Restaurants hat sich überlegt, wie man weiterhin ein tolles Menü unter 10 Franken servieren kann. Und es ist ihm gelungen. Poulet Piccata Mailänder Art, Risotto und Blattspinat kommen Sie über für nur 9,20. Am Wochenende ist es wieder soweit. Nach der Legende machen sich die heiligen drei Könige, der Kaspar, der Balthasar und der Melchior, auf nach Bethlehem. Und wie immer aus diesem Anlass sind auch wir bereit mit den traditionellen drei Königsküchen und freuen uns jetzt schon mit diesen Glückspilzen, die dann am Samstag König sein dürfen. Wenn auch nur für einen einzigen Tag. Wir sind am Schluss für heute. Danke, dass Sie Zeit gehabt haben und weiterhin noch einen schönen Abend.